Moin, Flexock hier. Bei NuFi geht es Schlag auf Schlag. Gefühlt kommt jeden zweiten Tag ein neues Rapid Trigger Keyboard auf den Markt. Wir haben uns die neue Halo 65 HE einmal angeschaut. Eine Sache vorab: Wir haben das Keyboard kostenlos von NuFi zur Verfügung gestellt bekommen. Das tangiert unsere Wertung und unsere Aussagen zur Tastatur, aber nicht die Bohne, und uns wurden noch keine Vorgaben gemacht, was wir zu sagen haben und was nicht. Sonst hätten wir dem Review auch nicht zugestimmt. Wir haben ja bereits zwei Hall-Effekt-Tastaturen von NuFi testen können: die Field 75 HE, deren Besonderheit die programmierbaren Zusatztasten und die außergewöhnliche Optik war, wobei letzteres ja Geschmackssache ist. Die R60 HE war dann die erste verfügbare Low-Profile-Tastatur mit Rapid Trigger. Eine Sache, die sich zunächst wie ein Widerspruch anhört, aber dann doch gar nicht ist. Seht unser Video zur R60 HE, wenn ihr mehr erfahren wollt. Link befindet sich in der Kanalbeschreibung. Und jetzt also die Halo 65 HE. Wie unschwer zu erraten ist, ist die Field 75 HE eine 75% Tastatur, die R60 HE eine 60% und die Halo 65 HE eine. Na, 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 na. Wer kommt drauf? Richtig, eine 65% Tastatur. Bevor wir zur Tastatur an sich kommen, will ich aber ausnahmsweise eine Sache vorausschicken, die ich sonst immer ans Ende eines Videos packe: den Preis bzw. den Pre-Order-Preis. Pre-Order der Halo 65 HE startet am 5. November oder ist am 5. November gestartet. Ich weiß nicht, wie schnell wir das Video hier geschnitten kriegen und wann ihr das Video guckt, und wird am 5.12.2024 dann veröffentlicht. Als Pre-Orderer, ich glaube Vorbesteller sagt man in Nordwestdeutschland, bekommt man die Halo 65 wahlweise mit Magnetic Jade Pro Switches für nur 99,95 Dollar. Nach dem 5.12. dann für den regulären Preis von 109,95. Mit Magnetic Coral Switches dann je 10 Euro weniger. Für die 10 Dollar mehr sind die Jade Pro Switches ein echtes Schnäppchen, und ich würde in jedem Fall zu diesen Tastern raten. Jade Pro Switches sind etwas leichter von der Aktivierungskraft, haben einen geringeren Hubweg von 3,3 mm im Gegensatz zu den 4 mm der Coral-Variante und sollen insgesamt stabiler sein. Wenn wir schon bei den Preisen sind: NuFi hat mir auch eine Handgelenksablage mitgeschickt, was für das Review einer Tastatur nicht unbedingt nötig ist, aber ich bin da ziemlich dankbar für, denn Himmel, was ist das Ding schick. Okay, wer eher etwas Gepolstertes für seine Handballen braucht, der wird hier nicht glücklich, denn das Ding ist hart. Wenn es einem aber nur um die höhere und unterm Strich gesündere Handposition geht, dann ist das hier die stylischste Möglichkeit in meinen Augen. Und außerdem sind hier überall orangene Akzente, wo man auch hinguckt. Überall orange. Ich bin durch! Das sieht also alles sehr stimmig aus, kostet dann aber, also Tastatur mit Auflage, 133,95. Nach Adam Riese und Bert Buckel, also kurz im Kopf gerechnet, zwei im Kopf, drei im Fuß, eins im Schritt, circa 34 Ocken für die Two-Tone-Handgelenksablage. Aber wie auch immer, mit dem Rabattcode VIRETECH und dem Link in der Beschreibung erhaltet ihr 10% Rabatt auf NuFi-Produkte. Ich bin mir zwar gerade nicht sicher, ob das auch für die Pre-Order hier gilt, aber probiert es einfach aus und schreibt es uns gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat. Wir haben auch ein Ersatz-Keycap-Set geschickt bekommen, das sich Canopus schimpft, was wirklich mal was anderes ist und extrem gut gefällt, also so für sich alleine betrachtet. Allerdings finde ich, dass diese Keycaps nicht auf die Metalloptik der Halo 65 passen. Ich sehe diese Tastenkappen eher auf einem sehr Retro-Style-Case als auf einem so modernen Design wie das der Halo 65 HE. Aber egal, auch wenn man sie nicht unbedingt auf die Halo 65 HE ziehen möchte, man kann auch super damit in der Verpackung spielen und die Caps hin und her schlittern lassen. Besonders begabte Deppis können versuchen, so neue Wörter zu legen. Kommen wir jetzt aber zur Halo 65 HE an sich. Mit der auf 144 MHz getakteten MCU und einer Polling Rate von 8000 Hz hat die Halo 65 eine durchschnittliche Latenz von nur 0,3 Millisekunden. Das ist extrem schnell. Ihr kennt unsere Meinung zu diesen 8000 Hz Polling-Rate, Eskapaden bei Gaming-Mäusen, die eher schaden als nutzen. Schaden können 8000 Hz Polling-Raten bei Mäusen, weil sie die Menge an Sensordaten, die ja kontinuierlich produziert werden, das eine oder andere PC-System überfordern können, vor allem aber die meisten gängigen Spiele. Bei Tastaturen sehe ich das aufgrund der geringeren produzierten Datenmenge für nicht so problematisch, allerdings ebenfalls nicht für notwendig. Aber es schadet halt auch nicht, und somit ist das Ganze dann wieder okay.
Alle Vorteile einer magnetischen Hall-Effekt-Tastatur hat die Halo 65 HE natürlich auch. Variabler Auslösepunkt, Rapid Trigger, Dynamic Keystroke und so weiter. Wir gehen hier jetzt nicht noch einmal ausführlich auf die einzelnen Möglichkeiten ein, die einem magnetische Switches bieten. Hierüber gibt es zahlreiche Videos und auch wir haben ja schon etliche zu dem Thema gemacht. Nur kurz zur Übersicht. Variabler Auslösepunkt bedeutet, dass man die Strecke, die man eine Taste reindrücken muss, bevor die jeweilige Ziffer übermittelt wird, variabel von 0,1 mm bis zum gesamten Durchdrücken hier 3,3 mm einstellen kann. Und das für jede Taste unterschiedlich. Also für Tasten, die man gerne versehentlich beim Spielen aktiviert, einen höheren Aktivierungsweg von zum Beispiel 3 mm wählen und für Tasten, bei denen es auf maximal schnelle Aktivierung ankommt, wie zum Beispiel den WASD-Steuerungstasten, dann 0,1 mm. Die Rapid-Trigger-Funktion bedeutet, dass man einstellen kann, dass man eine Taste, um sie zu deaktivieren, nicht wieder vollständig hochlassen muss, sondern schon, dass schon wieder ein Hochlassen von nur beispielsweise 0,1 mm die Tastenausgabe deaktiviert. Beim Counter-Strafing in Shootern hat dies extreme Vorteile, sodass eigentlich jeder Pro-Player inzwischen mit einer Hall-Effekt-Tastatur spielt. Man kann natürlich auch jede Menge andere Sachen mit der Hall-Effekt-Eigenschaft darstellen, wie zum Beispiel das bei Counter-Strike jetzt gebannte SnapTap bzw. SOCD. Auch hierzu haben wir ja bereits ein Video gemacht. Das Besondere hier bei der Halo 65 HE bzw. bei allen UFI Hall-Effekt-Keyboards ist HyperTap. HyperTap legt, kurz erklärt, zwei unterschiedliche Tastenausgaben auf eine Taste. Also zum Beispiel runterdrücken, die Taste A, wieder hochlassen, die Taste D. So kann man mit nur einer Taste nach links und rechts wibbeln. Aber auch das wird sicher von Counter-Strike als Cheating erkannt und gebannt. Hier ist dann kein Unterschied zu SnapTap meiner Meinung nach. Beides, SOCD und HyperTap, sind also im Prinzip nur etwas für Casual-Spieler außerhalb von CS2. Soweit zur Technik, was wie zu erwarten wieder hervorragend ist. Jetzt aber zur Haptik. Bei einem Preis von unter 100 Dollar könnte man hier skeptisch sein. Ist aber unnötig. Der Boden der Halo 65 HE ist zwar aus Plastik, die Oberseite aber komplett aus Aluminium. Die Stocktastenkappen sind aus PBT und sehr hochwertig. Zusammen mit der Innenkonstruktion, die ausschließlich aus extrem passgenauen Silikoneinlagen besteht, sowie auch schon bei der R60 HE, die wir getestet haben, sorgt die Tastatur für eine Tastatur. Tastatur für eine. Bayer. Okay, also die Tastatur sorgt für einen sehr satten und konstanten Klang. Space-Tasten, die ja meist sehr rappelig sind und sich stark vom Klang der anderen Tasten unterscheiden, wurden hier zusätzlich mit einer Silikoneinlage gedämpft und so hört es sich an. Nochmal zur Erinnerung, wir haben es hier mit einer Tastatur von unter 100 Dollar zu tun. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann im Moment keiner Newfi das Wasser reichen. Sind Akkutastaturen vielleicht noch etwas hochwertiger vom Klang und kommen Custom-Tastaturen am nächsten, so sind sie doch auch deutlich teurer. Wooting ist natürlich alleine dadurch, dass sie die Rapid-Trigger-Technik erfunden haben und die wahrscheinlich beste Web-Konfigurationssoftware da draußen haben, schon der Goat in dem Bereich, aber auch deutlich teurer. Apropos Software, auch NewFi setzt auf eine Websoftware für ihre Tastaturen auf der Seite newfi.io. Schließt man die Halo 65 HE an und autorisiert sie für den Browser auf der Seite, dann wird einem sofort ein Firmware-Update angeboten, welches man ganz einfach über diese Websoftware anstoßen kann. Sehr gut. Alles klappt hervorragend. Danach muss man die Tasten nur noch kalibrieren, indem man sie ein- bis zweimal ganz durchdrückt, da die Halo 65 HE ja mit verschiedenen Switches ausgestattet werden kann, wie eben gezeigt. Die Einstellungen für das Keyboard sind einfach über die Software vorzunehmen und alles ist soweit selbsterklärend. Das Wichtigste ist sicher die Einstellung des Actuation Points und der Rapid Trigger Funktion für die gewünschten Tasten. Alles klappt auf Anhieb. Die Software gehört eindeutig zu den besseren auf dem Markt.
Was ist unser Fazit zur NuFi Halo 65 HE? Schön, dass er fragt. In unseren Augen ist die Halo 65 HE die vom Preis-Leistungs-Verhältnis derzeit beste 65% Tastatur. Wer auf separate Funktionstasten verzichten kann, aber separate Pfeiltasten haben möchte, ist hier richtig. Die Qualität der Komponenten und der daraus resultierende Sound ist im Verhältnis zum Preis einfach fast nicht zu glauben. Besonders mit der ersten Low-Profile Hall-Effekt Tastatur R60 HE und hier der normalen Halo 65 HE hat NuFi alles, na sagen wir mal, fast alles richtig gemacht. Nur fast richtig, weil es beide Tastaturen zurzeit nur im US-ANSI-Layout gibt und nicht mit deutschen ISO-Tastatur-Layout. Für jemanden, der auswendig weiß, wo sich auf der Tastatur die Umlaute und Satzzeichen befinden und eh-blind tippt, wird sich daran nicht stören. Ich bin zu blöd dafür und schreiben möchte ich mit so einer Tastatur nicht dauerhaft, wenn sie kein DE-Layout hat, egal wie hochwertig sie ist. Aber zocken. Zocken geht schon. Also eigentlich nicht, denn ANSI-Tastaturen haben links eine große Shift-Taste statt der kleinen Shift- und zusätzlich ein großer kleiner Pipe-Taste bei deutschen ISO-Tastaturen. Da ich für den kleinen Finger an der Stelle aber zwei Tasten in PUBG benötige, ging das bisher nicht. Bei der Vielzahl an Tastaturen mit US-Layout, die wir aber zurzeit testen, ist das sehr lästig. Ich habe jetzt also endlich den Schritt gewagt und meine Ingame-Steuerung von WASD auf ESDF umgestellt, um auch bei einer US-Tastatur zwei Tasten für den kleinen Finger zu haben, nämlich Y und Shift. Ein längst überfälliger Schritt, da die Verwendung von ESDF doch noch weitere Vorteile bietet über die generell zusätzlich erreichbaren Tasten. Somit kann FlexDock jetzt auch mit einer ANSI-Tastatur leben und profitiert ganz nebenbei auch noch von einer viel größeren Palette von Aftermarket-Keycaps auf dem Markt. FlexDock